Im Vorstart wird die grüne Flagge gezeigt. Das erste Rennen steht bevor im Jahr 2016. Es wird ernst in diesem Jahr für die Klassen Bambini, Rotax Micro und Rotax Mini, die nun herausgefahren sind und auf Zeiten bzw. auf Rundenjagd gehen dürfen. Wir fahren ja nach Zeiten plus eine Runde. Das bedeutet, 10 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit. Kurzen Blick auf den Zeitplan werfen. Ja, 10 Minuten plus eine Runde wird also jetzt hier das Rennen gestartet werden. Auf der Pole Position, da steht der Pilot mit der Startnummer 141. Ja, 141. Und das ist Michael Endres. Er konnte sich die Pole Position herausfahren. Mit einer 51.945 war er der schnellste im Feld und konnte damit den Rest hinter sich halten. Zweite Position, das ist der Pilot mit der Startnummer 117. Er wird also von Rang Nummer 2 aus der ersten Startreihe hineingehen dürfen. Einer ist übrigens noch dazu gekommen, Stanley Konrad, fährt doch mit an diesem Wochenende. Wird ganz hinten sich anstellen müssen. Nachdem er erst abgesagt hat, wird er jetzt wohl doch dieses Rennen mitfahren können. Hinter der ersten Startreihe, also in Reihe 2, startet der Pilot mit der Startnummer 22, Lenny Reed, der ja gut 3/10 langsamer war als der Polesetter, der also aus der dritten Startposition in das Rennen hineingehend vor den Verfolger Sebastian Rudolph, der schnellste Bambini-Pilot, also der Pilot mit der Startnummer 205 in der insgesamt vierten Position. Reihe Nummer 3, Rico Volz und Daniel Gregor. Die Piloten mit der Startnummer 203 und Startnummer 204 werden beide als Gaststarter in dieses Rennen hineingehen, werden also keinem die Punkte wegnehmen, sodass wir hier, also jetzt zumindest in diesem Moment, auf die dahinterfolgenden blicken können. Vinzenz Mügler sowie Valentino Catalano werden in das Rennen hineingehen. Reihe Nummer 4. Vinzenz Mügler ist vom Pool Racing, Pool Profi Racing Team. Der Pilot mit der Startnummer 210 wird also im Rhein-Main-Kart Cup sowie im Baden-Württemberg-Kart Cup gewertet werden. Im Moment der schnellste von den eingeschriebenen Piloten hier an diesem Wochenende in der Klasse Bambini. Valentino Catalano in Reihe 4 zusammen mit Vinzenz Mügler, dann Luca Inderfurt und Jonas Ried vor Hannes Borde, Valon Musa, Max Benz, Robin Volz, Ferdinando Casale, Cesare Righetto vor Lennox Meyer und Michael Nikita Grüning und Stanley Konrad. Das Feld, es hat sich sortiert, naja, mehr oder weniger sortiert. Jetzt biegen die Polesetter in die letzte Kurve vor Start und Ziel ein. Die Ampel ist ganz spät erst auf grün geschaltet. Nein, gar nicht. Es gibt eine weitere Einführungsrunde und somit müssen die Fahrer noch einmal über Start und Ziel noch eine weitere Runde in Kauf nehmen. Also hierbei jetzt keine Startfreigabe für die Klassen Bambini, Rotax Micro und Rotax Mini. Wobei die Rotax Mini-Klasse anscheinend die schnellsten sind. Das lässt sich sicherlich auch an der Pole Position und an der zweiten Position erkennen. Dort ja zum einen Michael Endres und zum anderen Lukas Szczerbinskas. Und jetzt müssen die Fahrer natürlich irgendwie versuchen, ein Prozedere an den Start zu legen, dass der Rennleiter sagt, ja, ihr dürft starten und auf eure Zeitenjagd gehen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wann wird Zeit abgezogen? Weil im letzten Jahr war es so, ein Start darf verloren gehen, danach wird eine Runde von der Renndistanz abgezogen. Wie sieht das jetzt hier aus? Wird dann eine Minute abgezogen? Werden dann 2 Minuten abgezogen? Gibt es überhaupt einen Abzug? Wird vielleicht die Runde, die ja theoretisch am Ende noch gefahren werden muss, abgezogen? Das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Frage an die Race Control und sicherlich auch an die Rennleiter, die das Ganze dann entscheiden müssen. Falls wir da nähere Informationen haben, kommen da sicherlich auch nochmal die Informationen nach draußen. Jetzt aber
Noch einmal Grid-Formation eingenommen. Die letzte Kurve steht an. Michael Endres zusammen mit Lukas Szybinski. Jetzt auf Start und Ziel. Und der Start ist jetzt freigegeben. Das Jahr 2016 Rhein-Main-Kart-Cup beginnt. Vorne Michael Endres schafft es, die Pole-Position umzusetzen und führt dieses Rennen im Moment an. Da scheint ein FA-Kart recht langsam geworden zu sein. Das war ein Bambini-Fahrzeug. Wir sehen, dass ein Lukas Szybinski kurzzeitig die zweite Position verloren hat und jetzt versucht sich dort die Startnummer 204, Daniel Gregor, nach vorne durchzuschieben. Im Moment die dritte oder vierte Position, eins von den beiden müsste das sein. Es ist die dritte. Dann folgt die 203 mit Rico Volz vor Vinzenz Mügler. Müsste das sein. 210. Genau so ist es. Erst dann kommt Ried, der ja aus der eigentlich guten dritten Position in das Rennen hineingegangen ist, musste dort abreißen lassen. Gleich drei Fahrzeuge sind dort durchgerutscht. Es war nicht Mügler, es war die Startnummer 211. Ebenfalls Ried mit Nachnamen, und zwar Jonas Ried von Solgard Motorsport. Und Lenny Ried also jetzt in der sechsten Position. Dann Vinzenz Mügler vor Luca Inderfurt. Und einer hatte hier anscheinend sehr, sehr viel Pech. Und zwar das Fahrzeug mit der 263. Ja, nee, der fehlt uns hier einfach nur im Moment. Wo auch immer dieser Fahrer abgeblieben ist, fährt jetzt weiter. Kommt jetzt auf Start und Ziel eingebogen. War also auch nicht ganz von Problemen befreit, zumindest in dieser ersten Runde. Wie sieht das aus mit den Zeiten? Ja, die Zeit läuft herunter bzw. läuft hoch. Wir werden also jetzt 2 Minuten, damit schon mal zumindest ein Fünftel des Rennens hinter uns gebracht haben. 10 Minuten dauert das Rennen, so sagt es der derzeitige Zeitplan und auch das Reglement. 10 Minuten darf hier dieses Rennen bestritten werden. 75%, ja, sind dann 7 Minuten und 30 Sekunden. Müssen also absolviert werden, während jetzt die Startnummer 263 überrundet wird. Also Grüning jetzt im Überrundungsverfahren drinne. Muss dort aufpassen, dass er den Fahrer nicht in die Quere kommt. Und das tut er gleich mal rund um die dritte Gesamtposition. Und der Drittplatzierte verliert gleich mehrere Plätze. Minimum 2 waren das jetzt. Und zwar an... Zum einen war es dort die 203 und die 211, die dort vorbeigegangen sind, an Daniel Gregor, Rico Volz, und das andere war Jonas Ried, die dort vorbeigegangen sind. Auch Wallon Musa konnte an Hannes Borde vorbeigehen, aufgrund des Überrundungsmanövers. Jetzt kommt die Fahrerlagerkurve, dort geht es auf die Bremse und da setzt sich Ried vorbei an Rico Volz. Neuer Zweitplatzierter, auch wenn der Kampf immer noch da ist, auch vorne an der Spitze, rund um die erste Position. Michael Endres und Lukas Szybinski kämpfen hier um Platz Nummer 1 in ihrer Klasse. Platz Nummer 1 in der zweiten Klasse geht jetzt wieder zurück an Rico Volz, der sich wieder vorbeigefahren hat, beziehungsweise vorbeifahren konnte. Und damit jetzt erst einmal wieder die Führung übernommen hat. Dann kommt die ganze Armada, die er hinter sich herzieht, wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Volz, dann kommt Ried, dann kommt der andere Ried. Gregor, Mügler, Inderfurt, Musa würde ich jetzt alle noch mit reinnehmen. Und auch Hannes Borde ist nicht weit weg, um dort vielleicht irgendwie noch mit attackieren zu können. Ried gegen Ried. Einmal haben wir Lenny Ried und Jonas Ried. Die beiden rund um die gesamtvierte Position. Dabei geht es aber nicht um den direkten Duell in der Klasse. Nein, das ist einfach ein Duell auf der Strecke. Wir sehen vor allem diesen Kampf um Platz 4. Ried gegen Ried. Im Moment das stärkste Duell. Spielt vielleicht vorne einem Rico Volz ein wenig in die Karten. Auch wenn das gerade gar nicht so aussieht. Jetzt kommt plötzlich Ried auf Start und zieht mit viel mehr Power. Geht dran vorbei, übernimmt hier die gesamte dritte Position. Damit der Pilot der Klasse Rotax Mikro
wieder in der dritten Position nach vorne gefahren. Kam ja auch aus der dritten Position in dieses Rennen hinein. Während die Hälfte in wenigen Sekunden gleich um sein wird. Und zwar genau jetzt, 5 Minuten sind gefahren worden von diesem, ja, grundsätzlichen 10 plus 1. Und die plus 1 steht weiterhin nicht für die Minute, sondern plus eine Runde. Der Kampf jetzt um Platz 4 wird jetzt heißen, Rico Volz gegen Jonas Ried. 203 gegen 211. Auch Daniel Gregor kommt nicht mehr wirklich mit. Was macht Sebastian Rudolph? Der kam ja aus der 4. Gesamtposition in das Rennen. Im Moment in der 14. Position. Das war dann wohl dieser fatale Moment, wo ich gesagt habe, ein Fahrzeug ist langsam unterwegs gewesen. Das müsste Rudolph gewesen sein. Ein wenig problematisch natürlich für den jungen Piloten, der sich so viel vorgenommen hat. Der auch gestern schon eine ordentliche Figur bei den Trainings gemacht hat. Immer wieder ganz vorne mit dabei gewesen. Und wenn nicht auf Platz 1, dann auf Platz 2 oder 3. Beim Zeitenvergleich. Und auch jetzt wieder gerade eben der schnellste Bambini-Pilot gewesen. Muss jetzt aber hier versuchen, irgendwie sich durch das Feld zu fliegen. Hat jetzt vor sich den Piloten mit der Startnummer 201, Max Benz. Das wird wohl noch ein wenig dauern, bis er da herankommen kann. Fährt dort im Moment sogar noch langsamer als Benz. Eine Sekunde. Genereller Zeitenvergleich für Binster schafft es wieder ein wenig aufzuholen. Auf den davorfahrenden Endriss. Dann kommt dieser Vierkampf mittlerweile. Nur noch zwischen Ried, Volz, Ried und Gregor. Ein leichter Abriss hin zu Smügler. Sowie die 2,26 bei Inderfurt, Hannes Borde und Wallon Musa, die im Moment nach vorne und nach hinten nicht wirklich viel attackieren können. Aber spannend bleibt es rund um Platz 1. Und natürlich 2. Denn Endriss sowie Schirbinskas haben dort im Moment ihren Kampf auszutragen. Da geht es natürlich um sehr wichtige Punkte. Weiterhin war jetzt Schirbinskas in der abgelaufenen Runde wieder eine Zehntel schneller als Endriss, als Michael Endriss. Das könnte vielleicht auch jetzt schon in den letzten, ja gut, 2 Minuten noch einmal zu einem sehr, sehr engen Zweikampf werden. Wieder wenige Zehntel heruntergespult, wenige Hundertstel sogar nur. Lukas Schirbinskas noch 0,332 Sekunden zwischen Endriss und Schirbinskas. Das war der Moment oder die Momentaufnahme, als sie hier über den Zielstrich gekommen sind. Und jetzt laufen sie auf 2 auf, die hier ihr Überrundungsmanöver jetzt in Kauf nehmen müssen. Das bedeutet, eventuell hat der eine jetzt einen Vorteil und der andere einen Nachteil. Oder andersrum. Und jetzt ist ein Schirbinskas zumindest dran, ob er vorbeifahren kann. Bleibt jetzt erst einmal in Frage gestellt. Es gibt natürlich die blaue Flagge für die Startnummer 222. Rigetto muss doch gleich Platz machen und jetzt ist dort ein Schirbinskas dran, hat kurz angeeckt an Endriss. Und jetzt lässt Rigetto die beiden vorbeiziehen. Zum Nachteil von Lukas Schirbinskas übrigens, der jetzt doch ein wenig mehr Abstand wieder zum Vordermann hat, sodass er heranfahren muss. Und ganz viel Zeit bleibt dort nicht mehr. 40 Sekunden haben sie noch. Werden also hier noch einmal über Start und Ziel kommen. Wir gehen dann in die letzten 2 Runden hinein. Denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen, ja. Die Zeit, sie läuft herunter. Endriss kommt, Schirbinskas kommt. Jetzt auf Start und Ziel. Es bleiben noch
gut 15 Sekunden. Nein, das würden also noch zwei Runden. Das ist die vorletzte Runde, in denen sich jetzt Endres und Schirbinskas bewegen. Was verfolgt was beginnt dahinter, die beiden zu verfolgen? Weiterhin ein guter Kampf rund um Platz 3, 4, 5 und 6. Während Daniel Gregor versucht, dort jetzt vorbeizugehen an Ried, das funktioniert auch. Ganz stark vorgetragen, geht er dort dran vorbei, übernimmt hier Platz Nummer 5 von der Startnummer 211 von Jonas Ried. Auch dahinter kommt ein weiterer Kampf, und zwar ein Quintett, angeführt von Vinzenz Mügler, beziehungsweise jetzt Luca Inderfurt, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, Vinzenz Mügler, dann Inderfurt, Borde, Catalano und Musa ganz, ganz dicht beisammen. Die letzte Runde, sie läuft für das Feld. Zehn Minuten, sie sind heruntergelaufen. Das Feld, es kommt die Spitze auf der Gegengerade, biegt jetzt links nochmal Richtung Baumkurve ein. Geht noch einmal rechts, links, rechts herum. Dann das fast geradeausfahren, zurück auf Start und Ziel. Leichter Rechtsknick, leichter Linksknick. Noch einmal kräftig einlenken, bevor dann schwarz-weiß kariert jetzt vom Rennleiter gezeigt wird. Michael Endres gewinnt im Jahr 2016 das erste Rennen im Rhein-Main-Kart-Cup und Baden-Württemberg-Kart-Cup. Darf sich also gut Punkte zuschreiben lassen auf seinem Konto. Wird also auch von der Pole Position im zweiten Rennen hineingehen dürfen, sodass er hier also die beste Ausgangssituation hat für Rennen Nummer 2, um vielleicht das Kunststück des ersten Rennens, was wir hier gesehen haben, noch einmal zu bewältigen. Was ist dahinter passiert? Ried, und zwar die Startnummer 22, Lenny Ried von Solgard Motorsport, holt sich Platz Nummer 3 vor Rico Volz und Daniel Gregor. Jonas Ried wird Sechster, Vinzenz Mügler vor Luca Inderfurt und Hannes Borde in der 9. Gesamtposition. Dann die Startnummer 208 und Valentino Catalano von Stern Motorsport auf der 10. Position. Wallon Musa vor Sebastian Rudolph, der hier sogar noch Platz 12 herausfahren konnte. Nicht das, was er sich vorgestellt hat, aber noch Schadensbegrenzung betrieben. Der Pilot mit der Startnummer 205. Dann Max Benz vor der Startnummer 225, Stanley Konrad, der von ganz hinten von 19 auf 14 vorgefahren ist, auch dort Schadensbegrenzung betrieben hat. Dann die Startnummer 207, Robin Volz in der 15. Gesamtposition vor Casale, Righetto, Meyer und Grüning. Das war das erste Rennen des Wochenendes, des Jahres. Und wir werden gleich noch im Anschluss die DD2 und die Masters mit ihrem Zeittraining über 10 Minuten auf der Strecke sehen dürfen, die dann nochmal auf Zeitenjagd gehen können, um die bestmögliche Position herauszufahren für das Rennen, das dann um 14.30 Uhr der Klasse Rotax DD2, Rotax DD2 Clubsport sowie Rotax DD2 Master und Rotax DD2 Master Clubsport geben wird. Thank you.